Dankeschön. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird grundsätzlich. Die Haushaltsdebatte ergeht sich wieder in Orgien der Selbstbeweihräucherung. Dabei hat die Fortschrittskoalition sichtbar den Rückwärtsgang eingelegt, rügt selbst die GEW. Unser Land der Dichter und Denker, Erfinder, Ingenieure, Unternehmer nähert sich in Wirklichkeit in Riesenschritten einem Notstandsland an. Und was das deutsche Bildungssystem so an Blüten hervorbringt, sehen wir auch am Weltökonom Habeck, der sich nicht entblödet hat, bei Maischberger in aller Öffentlichkeit sinngemäß zu sagen, Läden wie Bäcker und Blumenläden werden nicht gleich insolvent, aber sie hören vielleicht erst einmal auf zu verkaufen. Das sei keine klassische Insolvenz. Hilfe! Solche Menschen lenken die Geschichte und die Geschicke unseres Landes. Und das, meine Damen und Herren, ist ungeheuerlich und offenbart einmal mehr den Bildungsnotstand auf der Regierungsbank. Frau Ministerin, der Schwerpunkt Ihres Haushalts liegt erkennbar im Bereich Wissenschaft und Forschung. Okay, garantieren Sie endlich Freiheit von Wissenschaft und Forschung. Unterbinden Sie alles, was Wissenschaft, Bildung und Forschung zu Huren der Politik macht, die von Digitalität und Lockdowns geprägten Corona-Jahre. Frau Abgeordnete, darf ich etwas sagen? Ich finde, dass das kein sehr parlamentarischer Wortgebrauch ist, den Sie hier benutzen. Und ich würde Sie sehr bitten, wieder dazu zurückzukehren. Zensur im Bundestag. Die von Digitalität und Lockdowns geprägten Corona-Jahre bei gleichzeitiger Massenzuwanderung haben in allen Bildungsbereichen zu einem beispiellosen Niveauverfall geführt. Die entstandenen Lücken können nicht mehr aufgeholt werden. Die psychischen und physischen Schäden an unseren Kindern und Jugendlichen sind kaum je wieder gutzumachen. Das darf sich keinesfalls wiederholen. Der Bundesrechnungshof erteilte dem Digitalpakt die Note mangelhaft. Heißt für Sie, die Digitalpakt-Farce beenden oder dringend nachzusteuern? Bedienen Sie sich hierzu gerne an den Ideen aus unserem Antrag Lehrermangel konsequent bekämpfen. Ich bin sehr enttäuscht, dass so wenig Expertise aus der teuren und aufwendigen Enquete-Kommission berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt in Ihre Arbeit einfließt. Kennen Sie die? Ist aus der letzten Legislatur. Darin findet man Vorschläge und Ideen en masse, um dem zunehmenden Fachkräftemangel zu begegnen. Es braucht mehr Meister statt Master. Langfristig sind eine Gesellschaft und ihre Sozialsysteme dem Untergang geweiht, wenn sie sich im akademischen Elfenbeinturm einschließen. Wollen Sie das so? Eine starke Gesellschaft mit unzähligen Nettosteuerzahlern hingegen kann sich ein funktionierendes Bildungssystem mit Sozialstaat leisten. Theoretiker und sogar einige Orchideenfächer Absolventen inklusive. Sobald aber Parteien sich den Staat zur Beute machen und zur eigenen Machtabsicherung immer mehr Leute staatsabhängig beschäftigen und von der Kita an indoktrinieren statt bilden, kippt dieses Konstrukt, wie wir gerade sehen. Sie und Ihre Vorgänger, Sie tragen die Verantwortung für die Verbildung unheiliger und unheilvoller Abhängigkeiten und den Akademisierungswahn. Und Sie von der Ampelregierung funktionieren sichtlich nach dem Motto, halt du sie dumm, ich halt sie arm. Mann! Dabei gehören die Weichen in der Bildung so dringend neu gestellt, hin zu einer Zukunft mit humanistischer Bildung, auf das kritische, kreative, freiheitliche und demokratisch streitbare Geister stetig nachwachsen. Arbeiten Sie endlich Kommen mit Sie allen Fraktionen zum Schluss, zusammen, Frau, Frau Ministerin. Die AfD wird wie schon all die Jahre zuvor konstruktive Vorschläge zum Haushalt machen und Sie in allem unterstützen, was gut Kommen ist Sie bitte für zum Deutschland. Schluss. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir schon noch mal wichtig zu sagen, jede Kritik darf hier sehr deutlich ausgesprochen werden in diesem Hause. Und wir haben auch schon einiges dazu gehört. Aber trotzdem ist die Wortwahl eine wichtige. Und wir müssen uns nicht gegenseitig beleidigen, wenn wir Kritik üben. Vielen Dank.
Als nächstes